Im Herzen von Småland, auf dem smålandischen Hochland, liegt die Gemeinde Sävsjör. Hier liegen die Orte Vrigstad, Rørvik und Stokkjarit, die Kleinstadt-Idylle Sävsjör, und hier finden sie ein aktives Landleben. Wir arbeiten für ein kinderfreundliches Sävsjör, indem wir Voraussetzungen schaffen, in denen sich Kinder wohlfühlen und sie als Eltern gewiss sein können, dass ihre Kinder in einer ruhigen und sicheren Umgebung aufwachsen. Gut zu wohnen ist wichtig. Bei uns gibt es viele Möglichkeiten für Sie. Wollen Sie Ihr Traumhaus bauen, stehen Ihnen viele attraktive Grundstücke mit Seelage in Ortsnähe zur Verfügung. Wollen Sie lieber ein Haus kaufen, werden Sie entdecken, dass die Preise häufig sehr günstig sind. Selbstverständlich haben wir auch moderne Mietwohnungen in grüner Umgebung. In anderen Orten finden Sie viele gemütliche Plätze mit alten Gebäuden und kleinen Boutiquen. Entdecken Sie unser reiches Angebot an beispielsweise Einrichtungs- und Geschenkboutiquen. Hier liegt fast alles in Spazierabstand und es ist leicht, einen guten und persönlichen Service zu bekommen. Ohne Parkgebühren und mit vielen Fahrradwegen wird vieles zum stressfreien Vergnügen. Geprägt vom smålandischen Erfindungsreichtum und Unternehmertum hat die Gemeinde Sävsjör eine von Schwedens absolut besten Strukturen für Unternehmen. Die Wirtschaft strotzt vor Glauben an die Zukunft und Unternehmertum und die Märkte gehen häufig weit über die Landesgrenzen hinaus. Bei uns finden Sie typische smålandische Landschaft, rote Holzhäuser, Wiesen und Kühe. Unsere fantastischen Gartenanlagen und Parks sind in ganz Schweden als Sävsjör Trädgård bekannt. In der Gemeinde Sävsjör arbeiten wir ständig daran, einen guten Unterricht noch besser zu machen. Die Schulen sind klein und persönlich und sind geprägt von einer Jeder-kennt-jeden-Mentalität. Vorschulen und Freizeitanlagen liegen nahe den Schulen. Eine sinnvolle Freizeit hilft, im Alltag Kraft zu tanken und gibt Möglichkeiten für Spaß und Gemeinschaft. Hier zu wohnen, aber woanders zu arbeiten, ist kein Problem. Gute Wege führen zu mehreren größeren Städten innerhalb einer halben Stunde. Die Ost- sowie die Westküste erreicht man innerhalb von ein paar Stunden. Sävsjör ist ein alter Eisenbahnort. Mit dem Zug erreicht man Europa innerhalb weniger Stunden. Wollen Sie lieber fliegen? So erreichen Sie zwei internationale Flughäfen innerhalb einer Dreiviertelstunde mit dem Auto. Bei uns gibt es nicht weniger als 179 Seen und Flüsse zum Baden, Angeln und Bootfahren.
Seit Jahrtausenden haben hier Menschen gelebt. Viele vorgeschichtliche Stätten und nicht weniger als 5 mittelalterliche Kirchen finden Sie hier in der Gemeinde. Auf der Insel Evgehøjagårdskrån steht immer noch die schöne Schlossruine vom 17. Jahrhundert. Seit über 100 Jahren ist Sävehøj für seine frische Luft und schöne Natur bekannt. Sie finden viele schöne Plätze, um abzuschalten und Kraft zu tanken. Erfreuen Sie sich an der schönen Natur, dem klaren Wasser und den fantastischen, vielfach ausgezeichneten Parks. Man kann das gute Leben in der Gemeinde Sävehøj auf viele verschiedene Arten beschreiben. Die frische Luft, die heerreiche Natur, die blühenden Parks, die kinderfreundliche Umgebung, die schönen Bauten und das erfolgreiche Unternehmertum sind nur ein Teil davon. Zusammen in der Gemeinde Sävehøj wollen wir eine Umgebung schaffen, wo Träume um das schöne Leben blühen und gedeihen und für Sie zur Wirklichkeit werden. Wenn Sie träumen dürften, wo würden Sie Ihre Zukunft planen?